So, Leute, wir sind auf dem Weg nach Magdeburg, beziehungsweise eigentlich sind wir auf dem Weg nach Berlin. Aber da fahren wir über Magdeburg hin und in Magdeburg sitzen Gate to the Games. Gate to the Games mache ich aktuell bei Ihnen auf dem Video-Channel hin und wieder mal Videos. Könnt ihr mal reinschauen. Die sind eigentlich ganz cool, glaube ich, finde ich. Also ohne mich selbst loben zu wollen. Aber ihr kennt meinen Standard. Also es sind Standard-Videos von mir. Aber dort könnt ihr noch mehr Content von mir sehen. Auch wenn ihr so wahrscheinlich auf dem Channel schon sehr, sehr, sehr viel seht. Und ich dachte, wenn ich eh schon bei Magdeburg vorbeifahre und bei Gate to the Games vorbeifahre, nehme ich euch mit, mache einen kleinen Vlog daraus und wir schauen uns das Ganze mal an. Dazu kommt so ein bisschen, dass wir auf dem Rückweg über Leipzig fahren werden. Und dementsprechend werden wir uns vielleicht auch den zweiten Store anschauen. Ich bin mir noch nicht sicher. Es kann sein, wir werden sehen, ihr werdet sehen im Video, ob wir uns den zweiten Store von Gate to the Games auch in diesem Video anschauen oder dann irgendwann mal anders. Aber ich würde sagen, wir haben noch 5 Stunden zu fahren. Wir fahren jetzt mal los. So, angekommen. Oh, was für eine Überraschung. Hi, schön, dich zu sehen. Ich glaube, die Freude ist ganz unsererseits. Ja, so. Hereinspaziert in die gute Stube. Ja, wir sind bei Gate to the Games angekommen. Wir sind jetzt hier so ein bisschen erstmal in dem Herzstück, in dem, wo alles passiert. Und in der Zentrale, ja. Ich habe mir den Toni beiseite geholt. Erklär den Leuten mal ganz kurz, wer du bist. Wer ist der Toni? Ja. Der Toni, der macht irgendwas mit Werbung und Marketing und kooperiert und kommuniziert mit Menschen wie Marc. Genau. Das bin ich und darum bin ich jetzt hier und zeig uns euch, mir, euch ein bisschen was von Gate to the Games. Ja. Ja, da bin ich gespannt. Und ja, dann gucken wir uns mal um. Führ uns ja, mal wohin. Ja, alles klar. Erste Station, würde ich sagen, folgt mir einfach. Wir gehen gleich in die Richtung. Okay, gucken jetzt. Oh, ist ja gar keiner da. Jetzt freue ich mich, dass ihr da seid und dass man ein bisschen was zeigen kann, aber es ist gar keiner da zum Zeigen. Dann muss ich das wohl übernehmen. Wow, das sind eine Menge Kartenspiele, wie man auch sehen kann. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, seid ihr da nur am Einkaufen, am Sortieren und was nicht alles, wenn hier Einzelkarten ankommen. Ist das richtig? Genau, also hier befinden wir uns eigentlich in dem Teil Einzelkartenabteilung. Ja, und das beginnt hier. Das heißt, wenn du da draußen sagst, ich möchte meine Karten verkaufen, ich möchte mein dieses und jenes Setup geben, möchte mir dafür was anderes kaufen, ertauschen oder wie auch immer, dann kommt die Anfrage hier an. Das heißt, es wird dann einmal gesichtet, okay, um was geht's, und kurz taxiert, das ist ganz unverbindlich. Und dann wird dann eine Rückmeldung gegeben mit einem Angebot und dann kann man immer noch entscheiden, ist das okay oder nicht. Am Ende, wenn wir zusammenkommen, dann kommt die Sendung einmal hier an und wird erstmal grob vorsortiert. Vorsortiert und einsortiert in ganz viele Pappkartons. Bedruckte Pappe in ganz vielen Pappkartons. Oh ja. Packs geöffnet für dann natürlich die Einzelkartenverkäufer auch. Ja. Achso, also ihr geht auch hin und öffnet dann die Neuware für Einzelkartenverkäufer. Genau, okay, ja. Spannend. Es gibt, das kann ich vielleicht auch noch vor der Kamera sagen, es gibt eine Kollegin, zu der sage ich immer, die hat den besten Job überhaupt. Wenn die nämlich mit ihrem Daily Business durch ist, dann gibt es Tage, da öffnet die nur Booster.
würde sagen, nachdem wir uns jetzt die Anfangsstationen angeschaut haben, springen wir ans Ende, wie das eigentlich aussieht. Möchte ich euch gerne zeigen, wenn die Gesamtsortierung einmal durch ist. Also so, wie es dann aussieht, bevor ihr bestellt. Ja, gucken wir mal. So, herzlich willkommen in unserem Lagerbereich. Das ist jetzt quasi der Entree, hätte ich fast gesagt. Und hier werden wir tatsächlich schon mit den Einzelkarten empfangen, so wie sie dann nachher sortiert sind. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, to the games, möchte ich jetzt gerne, ich möchte diese und jene, das ist meine Chase-Card, das ist meine Lieblingskarte, die möchte ich jetzt unbedingt haben, dann kommt die Bestellung online an. Und unsere Kollegen und die lieben Mitarbeiter gehen dann mit Tablet und mit sonstigen Geräten hier lang und picken die dann quasi. Also es ist alles so vorsortiert, dass es quasi innerhalb kürzester Zeit, wenn die Bestellung eingeht, auch rausgesammelt werden kann. Und dann entweder werden einzelne Kartenbestellungen oder Sammel-Einzelkarten, komisches Wort, Sammel-Einzelkarten, mehr Karten, Mehrzahl-Kartenbestellung, abgefertigt, beziehungsweise dann auch mit anderer Ware noch zusammengepackt. Also der Bereich hier vorne, muss ich mal überschlagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allein 10 Schwerlastregale sind nur für Einzelkarten da. Krass. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die anderen Regale noch an. Das ist der Teil, wo ich mich ein bisschen wie so ein Flugbegleiter fühle, denn quasi in diese Richtung finden Sie die Kleinwaren, in diese Richtung finden Sie hier unverpackte Ware noch. Ich muss sagen, als ich angefangen habe hier und das erste Mal den Bereich gesehen habe, von der oberen Etage, so der innere 12-Jährige in mir, der ist quasi ausgerastet. Ja, hat sich gedacht, oh mein Gott, ich möchte all das haben. Ja. Ich möchte all das bitte öffnen. Wie kann ich das kaufen? Nee, nichts von mir kaufen. Wie kann ich das bekommen? Wie kann ich das haben? Das war schon beeindruckend. Ja. Und das Coole ist tatsächlich, dass um das so schnell und einfach wie möglich zu machen, dass die Bestellungen auch rausgehen, so zeitnah wie möglich, ist es hier wie so ein Schlangenlaufsystem. Das heißt, die Regalreihen sind nummeriert und über das, jetzt wird es ein bisschen technisch, das Warenwirtschaftssystem, wird dann genau in der Reihenfolge angezeigt von Regalreihe 1 bis zur letzten hinten an, wo welche Sachen stehen und dann kann durchgegangen werden mit einem Sortierwagen und dann werden die Sachen schnellstmöglich zusammengesammelt. Mhm. Aber ja, das ist also so gut wie möglich organisiert, dass man so schnell wie möglich die Bestellung dann am Ende rausbekommt. Ja. Ja, ich weiß nicht, hast du ein Lieblingsregal? Kannst ja mal durchgehen. Alle. Vielleicht ich nehme alle. Ich nehme alle. Vielleicht findest du eins. Ja. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um. Und, wo du sagst, Mensch, meine Güte, kriegen wir das mal an. Wir gucken uns das mal an. Es geht halt bei den Kindern dann auch ganz viel darum, dass die Spaß tatsächlich an den Karten haben. Genau, es geht nicht um monetären Wert oder irgendwas. Es geht wirklich nur darum, die haben einfach Spaß. Denen ist das auch total egal, ob das gleiche Spiel teilweise ist. Bei meinen ist es so, dass die feiern es total, dass sie irgendwelche, muss ich jetzt dazu sagen, gefälschten Karten aus Türkei und so haben. Ja, ist okay. Und die sind halt vorne Gold und sind hinten Gold und sind mega Gold und super cool. Und das ist für die nicht wichtig, ob die Fake oder Original. Welche Firma das hergestellt oder welche. Ja, also ich will damit jetzt nicht sagen, ja. Es ist trotzdem Betrug und Markenrechtsverletzung und so weiter. Aber der Punkt ist, und das ist das, was, wenn ich mich auch immer so ein bisschen oder mit meinen Kindern dran erinnere, es ging mir damals als Kid auch nur um den Spaß und die Karten und das Spielen und das Sammeln und die ich cool fand. Wichtig ist, dass man Spaß dabei hat. Ja. Wie bei
bei vielem, muss man sagen, für dich ist es ein Job, für die meisten Leute ist es ein Hobby. Nein, muss ich auch sagen, für mich ist es eigentlich, es fühlt sich nicht wie Job an. Also, das ist gut, das ist gut. So einen Job kriege ich auch irgendwann. Es ist eigentlich jeden Tag, als würde ich hier durch einen Spielzeugladen gehen. Das ist schon so. Also es fühlt sich nicht wie Job an. Das ist so, ich muss sagen, ich genieße es. Was ist das? Das ist ein Automat. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht. Das hier ist tatsächlich unsere jüngste Schandtat, so würde ich das fast bezeichnen. Denn neben dem Online-Shop und den eigentlichen Läden gibt es jetzt auch Automaten. Aber nicht gefüllt mit quasi Getränken oder Snacks, sondern tatsächlich mit Booster-Packs. Oh, das hat sich so gereimt. Ja. Oh, ich mache meinen Job so gut. Und Sleeves. Habe ich auch schon gesehen. Ja, also im Endeffekt ist es so, dass es das im deutschen Raum noch gar nicht gibt. Ja. Oder bisher noch nicht gab, muss man mal so sagen. Vereinzelt sicherlich, aber noch nicht so, dass es offiziell erlaubt ist. Denn natürlich muss man für solche Dinge auch Genehmigungen besitzen und einholen. Und gerade wenn man der Erste bei irgendwas ist, dauert es auch oft ein bisschen länger. Wenn ich es richtig habe, außen ausstellen. Das kommt genau, ja dabei. Genau, also wenn ihr das nur im Store oder so macht, ist ja was völlig anderes. Aber ihr wollt ja auch einfach in die Welt hinaustragen. In die Welt hinaustragen, genau, diese Freude. Wie hast du es selber auch schon mal so schön gesagt, das bedruckte Pappe am Ende, die brennt schnell, leicht entzündlich. Und gerade wenn sowas irgendwo in einem Shoppingcenter oder im öffentlichen Raum aufgestellt ist, muss man da natürlich gucken, wie das funktioniert und wie das auch sicher funktioniert. Und wir haben das jetzt über die letzten 2-3 Monate getestet an ausgewählten Standorten tatsächlich. Und jetzt haben wir vor meiner Wohnung. Ja, genau. Und es ist so, dass wir jetzt die meisten oder sagen wir eigentlich so ziemlich alle Fehlerquellen behoben haben, dass wir auch viel Fernwartung machen müssen, dass können, dass nicht jemand tatsächlich rausfahren muss, also eigentlich nur zum Nachbefüllen. Aber wir können uns eigentlich so einen Automaten auch machen. Willst du mal versuchen, den zu öffnen? Besser nicht, sonst geht gleich die Alarmanlage los. Und das ist das eigentliche System, was man kennt, wie bei Getränke- und Snackautomaten, dass wir hier dann am Ende Spiralen haben, die dann durch die Drehung, nachdem man bestellt hat, das Booster-Paket auswerfen. Genau, man kann mit Karte und Bargeld zahlen. Es gibt beides. Du hast gesagt, du hast eine Überraschung für uns. Ja, zwei. Und jetzt kommt die erste von zwei Überraschungen. Das ist was ganz Besonderes. Und ich bin gespannt. Ich habe es dir noch nicht verraten. Ihr wisst es auch noch nicht. Das heißt, gleiche Ausgangsbedingungen. Ich bin gespannt, was du und ihr davon haltet. Also gucken wir uns mal an. Was ist das? Schi. Das ist ein Scanner? Also kannst du auch mal kurz näher ran und mal gucken, vielleicht kriegst du es raus, worum es hier geht, auch wenn du dich im Raum vielleicht mal umschaust. Ihr könnt ja gerne alle mal das Video kurz pausieren und dann in die Kommentare schreiben, bevor Blicky auflöst, was euer Tipp ist. Ist das ein Sortieranlage? Aha! Okay, jetzt die Pause ist wieder zu Ende, jetzt wird aufgelöst. Wir haben uns vorhin zuerst den Teil mit der Einzelkarten, wie kommen Einzelkarten hier an oder wie werden Einzelkarten angekauft oder Angebote abgegeben. Das haben wir uns angeschaut und dann sind wir gesprungen
oder beziehungsweise wir haben uns auch noch angeschaut, wie sieht es am Ende aus. Hm. Und das hier ist nochmal eine Zwischenstation für wirklich große Sammlungen, die ankommen. Warum ist das wichtig oder beziehungsweise was ist die Daseinsberechtigung? Die automatisieren, sagen wir mal, die Grundprozesse in der Kartensortierung. Weil sonst würden hier alle 30 Mitarbeiter vor Ort eigentlich Montag bis Samstag 18 Uhr nur damit beschäftigt sein, Karten zu sortieren. Und die haben quasi dieser kleine Picker, der da dran ist, und der Robo-Arm, der sich da so hin und her bewegt, der hat gleichzeitig einen Scanner und einen kleinen Unterdrucksauger. Und dann nimmt er den, kommt der so, saugt, also der scannt zuerst die Karte, ja, also die werden dann an der Seite eingegeben, scannt erst die Karte, guckt in seiner Basis und Datenbank, okay, welche ist das, Zuordnung und so weiter, saugt die dann an und dann fährt die hin und her und dann fährt er wieder zu dem großen Stapel und macht das Ganze weiter. Das ist ziemlich cool. Das ist, wie er läuft. Wir können uns drüben mal einen angucken, wie er gerade geöffnet ist und wie er so quasi schon mal ein bisschen sortiert hat. Ja. Gerade von zwei Überraschungen gesprochen. Ja, ja stimmt. Ich dachte, das wären jetzt diese beiden Räume. Nein, kommen wir zur zweiten Überraschung. Wir waren jetzt im Bereich Lager und jetzt kommen wir eigentlich in den Büroteil. Der ist langweilig, weil hier steht, also hier so in manchen Ecken steht ein bisschen was rum, aber ist nicht so spannend eigentlich, bis auf einen Raum, nämlich meinen Raum. Steht so, Achtung, Dreh. Hier mache ich manchmal so meine kleinen Reels und Videos und auf Instagram und so weiter. Ja, Achtung, jetzt kommen, ich habe eine Überraschung vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Da kommen sie. Oh, was liegt denn da? Oh. Was denn? What? Schauen Sie hier, da können Sie puzzeln. 500 Puzzle, also ich dachte, 500 Puzzleteile, oh, das klingt super wenig. Ich musste das per Hand auseinanderfuddeln. Wir haben das hier selber bedruckt tatsächlich. Ich musste das per Hand auseinanderbröseln. 500 Teile in der Größenordnung, das hat keinen Spaß gemacht. Oh und deswegen Gott. Hoffe ich, es macht dir auch keinen Spaß. Oh mein Gott, wie cool. Und hier ist, das möchte ich sagen, das ist unser interner Spitzname. Das ist nicht MTG in Flexset, sondern Magic Mark. Ja, das ist richtig. Deswegen hast du da jetzt Magic Mark draufstehen. Cool. Oh mein Gott, das ist ja cool. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, sehr gern. Von Herzen gern. Das ist ja und dein Studio kennt man ja, zumindest so das dein Setting richtig. Aus so dem komprimierten Raum. Und ich stehe manchmal so hier, dann habe ich so das blaue Licht und das Gate noch ein bisschen mit drauf und dann erzähle ich so in die Kamera oder ich sitze manchmal hier und erzähle ich in die Kamera oder auch nicht. Ja, und das ist eigentlich... Das ist immer ein ganz guter Raum. Also normalerweise bin ich es gewohnt, dass die Leute das in irgendeinem Büro machen, wo der jetzt nicht so gut klingt, aber hier... Nee, ist okay. Ja, klingt gut. Ja. Das ist ziemlich cool. Ja, dann fahren wir mit den Lichtern bei und so weiter. Das vergessen ja auch ganz viele. Machen einfach nur die Oberlichter. Ja. Aber du bist ja auch schon ein bisschen. Wenn eine Weile im Game. Ja. Ja, aber dahinter sieht es ein bisschen blöd aus. Ja, das sieht man nicht. Ja, genau. Das ist mein Wirkungsbereich so zwischendurch, wenn ich immer ein bisschen Zeit habe. Der Hintergrund ist gerade ein bisschen, dann müssen wir wieder neu einrichten. Neue Sachen rein. Neue Sachen rein, genau. Das ist ja schon alles, das ist ein Release Vierteljahr zurück, oder mindestens. Das muss man wieder Dem sind 30 neue Produkte von jedem Spiel rausgekommen. Das ist leider. Oh, manchmal kommt man nicht hinterher. Ja, ja das ist leider richtig. Plus genau. Natürlich eines der wichtigsten. Ja, stimmt. Das ist unser Baby, würde ich fast sagen. Neverrift ist eine Eigenentwicklung. Also Neverrift ist von. Stimmt, du hast ja du hast es schon gezeigt, du hast es angeteasert und dir angeguckt. Du hast es ja letzte, da kam das eigentlich zustande. Hast du das eigentlich schon erzählt? Wie so Gate to the Games und Neverrift und wie so, so. Nee, tatsächlich nicht. Nee, wie das also, mit uns angefangen hat? Also grundsätzlich fand ich das mega. Wir waren letztes Jahr auf der Spielemesse. Wir beide. Und haben da auch einen kleinen Vlog, glaube ich, kurz zugedreht gehabt. Und dann haben wir das gesehen. Und eigentlich wollten wir an den Store, da war aber gerade keiner, weil alle am Spielen waren. Und dann haben wir gesagt, okay, gucken wir uns das mal kurz an. Mhm. Dann wurden wir schon so, kommen Sie näher, kommen Sie rein, gucken Sie sich das mal an. Da haben wir uns hingestellt, haben uns irgendwie eine Runde, glaube ich, gespielt und erklären lassen. Ja. Und sind dann nach Hause und haben gesagt, boah, das wollen wir haben.
Und dann hatte ich das kurz mal so auch mal so angeteasert, hey, ich finde das nice, ich finde das cool. Und aus dem Nichts kam dann auf einmal jemand auf mich zu und sagte, hey, übrigens, das kommt von uns und wir finden dich eigentlich ganz okay. Und willst du nicht was dazu machen? Ja. Und genau, dann haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten und haben gemerkt, das passt eigentlich ganz gut. Und dann sind wir auch noch weggegangen, nicht nur von Neverrift, was ein großartiges Spiel ist, sondern sind auch zu Magic und so weiter gegangen. Und da habt ihr natürlich gefragt, ob ich bei euch unter anderem, wie gesagt, guter Channel, sowohl Instagram wie auch YouTube, wie auch Twitter und sonst wo, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Könnt ihr überall mal folgen. Weißt du, worauf ich gespannt bin? Ob du das Puzzle schaffst. Ich weiß, wer puzzeln darf. Fang doch mal an, ich mach mich los. Ja, wir sind jetzt am nächsten Tag. Wir haben den Berlin-Trip überlebt. Ihr habt sehr, sehr coole Sachen gesehen aus Magdeburg, aus dem Lager. Und der Toni hat uns ja ganz coole Sachen gezeigt. Und wir gucken uns jetzt mal einfach so den Laden hier in Leipzig an. Wir sind hier in der Nähe vom Leipziger Hauptbahnhof. Und hier ist einer der zwei Gay2Games-Shops. Und den gucken wir jetzt mal gemeinsam uns an. Wir sind wieder raus. Ihr habt ein paar Bilder gesehen. Sehr, sehr, sehr schöner Laden. Wirklich crazy, crazy cooles Sortiment. Man merkt,
Der Store ist ein bisschen mehr Richtung Yu-Gi-Oh! Pokémon ausgerichtet. Magic, was natürlich mein Steckenpferd ist, ein bisschen weniger, aber genug tatsächlich. Also die neuen Sachen waren da, es waren ein paar alte Sachen da, es war sehr interessant. Zubehör ohne Ende, mega, mega cool. Wie gesagt, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Ein bisschen mehr, aber das ist ja nicht schlimm. Dementsprechend, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es war eine sehr, sehr coole Reise. Hinter die Kulissen zu schauen, wie das so innerhalb des Lagers abgeht für den Online-Shop und gleichzeitig auch mal in so einen Store reinzugucken und zu sehen, wie das aussieht. Wie gesagt, das sind zwei verschiedene Orte und dementsprechend zwei verschiedene Herangehensweisen mit verschiedenen Möglichkeiten, was zu machen. Der Store wirklich, wirklich, wirklich schön. Vor allem sauber und aufgeräumt. Das sieht man ja auch nicht immer überall. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick. Wir fahren jetzt noch 5 Stunden nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr mich auch Monitor unterstützen, weil das Ganze hier ist nicht kostenlos. Das kostet immer wieder ein bisschen Geld, auch gerade wenn ich halt mit Vlogs irgendwo hinfahre, irgendwo reise. Und so Vlogs sind leider sehr kostspielig, aber ich weiß, dass ihr die mögt. Deswegen dachte ich, nehme ich euch mal mit und zeige euch das so ein bisschen. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für meine Patrons, die mich monetär monatlich unterstützen. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Egal ob YouTube-Membership, ob ihr das bei Patreon macht oder sonst was. Das hilft mir immens. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt, ist es nicht schlimm. Daumen nach oben da lassen, liken, abonnieren. Hilft auch. Keine Frage für Sichtbarkeit. Zeigt es anderen Leuten, die vielleicht hier aus der Gegend Magdeburg, Leipzig kommen. Und ja, vielleicht guckt ihr auch mal bei den Stores vorbei. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.